Also dann, hallo und willkommen zum allerletzten Info-Ding zu mir. Und zwar werde ich euch jetzt von meinem allergrößten Traum erzählen. Ich habe nämlich einen Traum, der noch größer ist als der Traum, irgendwann Mutter zu werden. Und ich würde jetzt mal so sagen, der Traum ist wahrscheinlicher, dass ich ihn mir irgendwann realisiere. Also, ich will mal eine Mediathek haben. Das klingt jetzt total nach dem Motto wie jetzt eine Mediathek, so wie ARD und ZDF und so, aber nee. Als ich ein kleines Kind war, habe ich einen Film gesehen, wo es ein Buchregal gab, wo tausende von Büchern aneinander sind, diese riesen bibliothekartigen Bücher. Und dann habe ich mir gedacht, sowas will ich auch haben. Dann habe ich aber festgestellt, ich lese keine Bücher. Und ich werde auch nicht mehr mit anfangen. Das könnt ihr voll vergessen, dass ich noch anfange, Bücher zu lesen. Also, Und dann habe ich meine ersten DVDs gekauft. Und irgendwann hatte ich dann meine nächsten. Und dann habe ich bei uns im Wohnzimmer so ein Fach gehabt, wo ich die immer hingeschoben habe. Damals hat es noch hingepasst, jetzt nicht mehr. Aber dann habe ich gesehen, eigentlich geht es auch mit DVDs. Und deswegen habe ich mir, will ich immer eine, irgendwann mal, wenn ich groß bin, einen riesengroßen Wand haben, wo ich nur mit DVDs vollstopfe. Und ich habe mir das dann immer vorgestellt. Also ich will das dann so machen. Das habe ich nämlich wirklich schon geplant. Also, eins ist mit Realserien, CSI und Krimis. Dann kommen Filme, dann kommt das nächste mit Anime-Filmen, dann kommen Anime-Serien und das letzte sind dann noch so Spiele. Und das, davon träume ich, seitdem ich denken kann, dass ich das irgendwann mal mir ermöglichen kann. Nein, muss ich nicht selber bauen. Amazon hat Schränke. Ikea auch. Ja, es muss ja nicht der beste Schrank sein. Es geht ja nicht um den Schrank, sondern um den Inhalt. Also, weißt du, außerdem ist es mein Traum. Halt mal deine Nase da raus. Mein Traum, ja. Also, ich kann entscheiden, wie ich den gerne hätte. Inklusive dem Zunge rausstrecken hätte. Ja. Also, das war eigentlich, das ist so mein großer Traum und irgendwann verwirkliche ich mir den dann auch. Und das ist so ein Ding, wo ich zu meiner Mutter und meinem Vater mal sage, egal wo wir hinziehen, ich will auf jeden Fall zwei Zimmer haben, wenn ich ein Zimmer allein brauche für diese olle Mediathek. Und deswegen drückt mir die Daumen, dass wir irgendwann mal ein perfektes Haus finden, damit Eletje ihre Mediathek bekommt. Ja, das waren eigentlich alle Infos über mich und wenn ihr das hier schaut, ist tatsächlich schon Anfang, Mitte August, soweit ich es gerechnet habe, aber ich kann mich auch verrechnen. Ich meine, Mathe war noch nie so mein Ding. Auch noch so eine Info über mich. Ja, aber jetzt habt ihr über den ganzen Juli ganz viel über mich erfahren und ja, ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns jetzt wahrscheinlich bald wieder, weil jetzt, wenn dieses Video läuft, werde ich wahrscheinlich irgendwo vor einem PC hocken und mir denken, oh shit, ich habe vergessen, Bord zu produzieren. Und dann werdet ihr ein Video von mir bekommen. Also, wir sehen uns dann wieder bis dahin. Und ja, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Tschüss.